Hallo meine Freunde und wieder herzlich willkommen auf dem Kanal Jensis Welt, Mobile-Reportage am Meer. Ja, ihr seht, ich habe eine Maske auf, denn in Sachsen müssen wir ab diesem Montag Masken tragen in den öffentlichen Verkehrsmitteln und wenn man einkaufen geht. Ja, und da dachte ich mir mal, das zeige ich euch jetzt mal, wie bescheuert ich das finde. Erstens kann man unter dem Scheißding absolut gar nicht atmen. Es bildet sich Schweiß ohne Ende. Ja? Und ja, einfach nur Scheiße. Gut. Aber jetzt ist Schluss damit. Wow, furchtbar. Okay. Ja, ich weiß, dass diese Masken was nützlich sein sollen. Aber ich sage besser nichts mehr dazu. Warum man jetzt erst damit anfängt, finde ich einfach nur gut. Okay, dazu nochmal was später mehr. Es hat nämlich noch etwas mit dem morgigen Tag zu tun. Aber soweit sind wir jetzt noch nicht. Jetzt möchte ich mich erst einmal bei euch bedanken. Für die vielen, vielen Abos und für eure Treue auf meinem Kanal. Also nochmal vielen, vielen Dank dafür. Und ich hatte es euch ja versprochen, es gibt ein Spezial mit meiner MOBA, sprich mit meiner Anlage, Teil 4. Alle wollten es sehen, oder sagen wir fast alle. Und ich werde mein Versprechen halten. Ich habe alles schon vorbereitet im Hintergrund. Alles an Videos rausgesucht, an Bildern. Das Erklären wird wirklich interessant, weil das wird mit Sicherheit den Rahmen dieses Quasselvideos sprengen. Und darum habe ich mir überlegt, dass ich da zwei Teile draus mache, weil das einfach zu viel wird. Denn das Spezial ist ja nicht das Einzige, was heute folgt, Teil 1. Sondern außerdem gibt es wieder schönes Trainspotting von drei Kumpels. Ja? Also wie immer. Ja, und dann habe ich natürlich auch noch ein paar Pakete zum Auspacken, wo die Hälfte davon für Kumpels ist, organisiert. Ja. Und zum Schluss hätte ich dann noch etwas Interessantes, was ich mir organisiert habe, weil es mir, nun ja, sagen wir mal, bei bestimmten Zügen ging mir etwas auf den Sack. Aber dazu später mehr. Jetzt kommen wir erstmal zu Teil 1 und der beinhaltet natürlich wie immer das Trainspotting. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Film ab!
run away from me. I don't mind to talk you down, to stay away from the clouds. It's hard to breathe through our space. But I'll be waiting for you.
Ja, Freunde. Das war doch wieder eine ganze Menge. Am Schluss dann noch ein bisschen Hamsterfahrerei. Das ist vom Michael gewesen. Die Güterzüge, die sind vom Frank. Und dann ist natürlich auch noch was vom Sven dabei. Aber jetzt muss ich euch noch was dazu erklären. Der Frank, der hatte nämlich die Idee, noch woanders hinzugehen. Trainingsbadien zu machen. Ja, aber er konnte dort nicht viel machen. Das eine Video, was er zum Schluss gesehen hat von ihm, von der Brücke runter, wo im Hintergrund der Zug davor, da war er vorher woanders gewesen und hat dort gefilmt. Aber anscheinend haben einige nichts Besseres zu tun, ne? Und rufen die Polizei. Da will sich jemand umbringen. Kein Scherz, Leute. Ja, und wo er so schön beim Film war, tauchte plötzlich ein Streifenwagen auf. Was machen Sie hier? Mir hat er das dann alles erklärt. Und dann sind die Leute wieder abgefahren. Oder die Polizei. Ne? Also ich finde es einfach nur bescheuert, dass manche nichts Besseres zu tun haben, anderen Leute zu schikanieren. Aber das gibt's halt. In der heutigen Zeit ist das wahrscheinlich gang und gäbe. Ne? Manche, die verlieren ihre Existenz. Und wahrscheinlich haben diese Leute gedacht, oh, der steht da dort, hat eine Kamera in der Hand, der will bestimmt sein Todfilm. Ja, nee, ist klar. Ich sag besser nichts dazu. Gut, das wollte ich nochmal gesagt haben. Ja, so, jetzt kommen wir zu Teil 2. Und Teil 2 beinhaltet den morgigen Tag. Denn das hat auch wieder mit der Sache zu tun, ne? Mit der hier. Ich hatte ja eigentlich vor, eine Tour zu machen morgen mit dem Zug und danach etwas anschauen. Also ein Stückchen Fahrrad fahren, dann wieder anschauen, wieder ein Stück Zug fahren, wieder anschauen. Er sollte sozusagen ein kleines Spezial werden, was auch mit den 7000 Abonnementen zu tun hat. Ne? Aber Leute, 2 Stunden lang im Zug die Maske, nee, sorry, das geht gar nicht. Da warte ich lieber auf meine andere. Ich habe nämlich noch eine spezielle organisiert, die werde ich euch natürlich auch präsentieren. Denn wenn das ja so bleibt mit der Maskenpflicht, dann werde ich dann mit der Maske einkaufen gehen. Darauf könnt ihr euch lassen. Die habe ich auf einer speziellen Seite organisiert. Aber das war es mir wert. Na? Gut. Also das wird nichts mit der Reportage. Weil ich setze mich nicht 2 Stunden lang mit dieser, ich sag mal, provisorischen Maske in den Zug und es wird alles nass im Gesicht und trieft dann irgendwann runter, so wie es heute beim Einkaufen war. Nee, das wird nichts. Also werde ich das umdisponieren und es wird morgen trotzdem eine Tour stattfinden, aber eben nicht mit dem Zug, sondern wieder mit dem Fahrrad. Das habe ich wieder in Ordnung gebracht, also mir hat jemand geholfen dabei. Ich habe selber dann die Bremsen nochmal eingestellt und die Gangschaltung und jetzt geht es eigentlich ganz gut. Na? Ja, das war das. Gut, dann haben wir als nächstes im 3. Abschnitt dieses Videos natürlich die Pakete. Denn die möchte ich euch natürlich auch nicht vorenthalten. Und darum baue ich jetzt mal die Kamera um. Und dann schauen wir mal, was ich alles so an tollen Paketen bekommen habe. Also bis gleich. Ja, Freunde, ihr kennt das schon. Mein berühmtes Sofa. Heute mal ohne Handtuch. Die sind alle in der Wäsche. Und das andere, das ist falsche Farbe, habe ich schon probiert. Das sieht einfach blöd aus, da wird der Fokus immer falsch eingestellt und deswegen lasse ich einfach weg. Gut, so, dann würde ich mal sagen, wir fangen jetzt mit dem ersten Paket an. Und das ist das hier. Das ist, glaube ich, etwas, das ich mir organisiert habe. Ich weiß nicht mehr genau, was es ist.
weil ich ziemlich lange unterwegs war. Aber wir schauen einfach mal, was ich mir da Tolles organisiert habe. So. Ja, ich weiß, was es ist. Gut, dazu muss ich noch was erklären. Das, was jetzt hier drin ist, habe ich mir noch nachträglich organisiert. Das war schon einen Monat lang auf meinem Account. Ne? Ich habe es dann zurückstellen lassen. Das durfte ich auch. Habe eigentlich überlegt, dass ich es storniere. Weil ihr wisst ja, man hat ja nicht die Geldscheiße und irgendwann muss auch mal eine Grenze sein. Aber als ich dann mal die Nummer geprüft habe, habe ich was festgestellt. Aber ich würde sagen, ich zeige es euch jetzt. Ja Leute, ihr seht richtig. Es ist wieder mal eine Lodi. Aber das ist nicht irgendeine Lodi, sondern das ist eine, die jetzt zurzeit die schönen grünen Sandzüge zieht. Ja Leute, wenn wir die Nummer mal selber checken. Und da seht ihr, dass es die ist, die immer die Sandzüge zieht. Natürlich jetzt grün ist, aber eben keine Lok, die verschrottet ist. Da habe ich doch mal was erwischt, womit ich nicht gerechnet habe. Denn die andere Lodi, wisst ihr ja, von Brava, die kam ja dann noch dazwischen. Und da war die hier schon gekauft. So. Ihr habt ja gesehen, dass ich jetzt die auf Minitrix umgerüstet habe. Und dann war die aber noch bei eBay drin. Jetzt habe ich überlegt, storniere ich das einfach. Weil er hat ja gesagt, wenn es nicht geht, dann lassen sie es. Und dann wird es storniert. Aber als ich, wie gesagt, die Nummer geprüft habe, da dachte ich nur, nee, jetzt nimmst du doch. War auch relativ günstig. Na? Wie sie fährt, weiß ich nicht. Und hier wird auch nichts am Gehäuse geändert, das ist klar. Weil das ist ja das Original Brava Gehäuse und mit der Originalnummer hier. Und genau aus dem Grund kann ich dann natürlich nichts ändern. Bleibt wie sie ist. Ja, dann habe ich eine fünfte Lodi. Einer ist sowieso ein Dummy, wisst ihr ja. Gut, so, das war das. Tun wir mal wieder hier schön rein. Natürlich wird die dann auch später auf der Anlage wieder gesetzt. Und ich mache auch noch ein Testfahrvideo, apropos Fahrvideo. Ja, das ist so eine Sache. Man hat einfach zurzeit überhaupt nicht Lust. Ich habe auch wirklich, muss ich euch sagen, schweren Herzens dieses Video heute gemacht, weil ich echt richtig schlechte Laune habe. Aber ich habe es euch versprochen und ich halte mein Versprechen. Und deswegen habe ich das quasi Video gemacht. So, nächstes Paket. Das hier. Das kommt aus Frankreich. Blödsinn. Natürlich nicht. Das kommt aus Österreich. Hat auch eine ganze Weile gebraucht, bis es da war. Und da habe ich mich mit einem MOBA-Kumpel zusammengetan, der gemeint hat, er übernimmt 80% dieser Sendung, also er möchte gerne 80% davon haben und ich wollte ja eigentlich nur einen ganz bestimmten Teil von diesem Konvolut haben und deswegen habe ich dann am Ende gesagt, gut, dann machen wir das so. Er hat das dann bezahlt und kriegt jetzt davon 80%. So, machen wir mal auf hier.
verpackt, muss ich sagen. Bugatti. European Band. Aston Müller. Keine Ahnung, was das ist. Also Bugatti sagt mir was. Eine auch ganz teure Autos. Aber das waren bestimmt Botten. Gehe ich mal davon aus. Botten waren es. Aber Botten sind es nicht mehr. Sondern es ist. Moment. Sondern es ist. Boba. Natürlich Spur N. Ja? Ist ja klar. So. Das Konvolut war relativ günstig. Das habe ich Ihnen dann gezeigt. Weil ich gemeint habe, ich bräuchte eigentlich nur die Wagen davon. Und da hat er gemeint, ja, das können wir machen. Und genau aus diesem Grund haben wir uns dann geeinigt, dass er den Rest nimmt, weil ich ihn eigentlich nicht unbedingt brauche. Da wäre interessant gewesen, noch eine mehr. Aber mir ging es wirklich nur um die Wagen. Ganz schön schwer, das ist wahr. Das soll aber doch schön einpacken. So, gut. Schauen wir mal. Ja, wie ihr seht, es sind Loks. Insgesamt 3 Stück. Das tun wir mal weg. So. Hier steht noch was dazu. Schleicht nicht alleine. Was? Schlecht nicht alleine. Keine Ahnung, was das heißt. Ich denke mal, die Loks müssen bestimmt überholt werden. Das hat ja auch der Verkäufer gesagt. Aber optisch kann man nicht meckern. Gut, hier fehlt der Steckpuffer. Hier fehlt auch einer. Aber wie gesagt, das war auch wirklich sehr, sehr günstig, das ganze Konvolut. Und ich bin froh, dass er das übernommen hat. Hätte auch jemand anders fragen können, das ist nicht das Problem. Aber ihm habe ich als erstes gefragt. Ja, die kenne ich gar nicht. Das ist auch schon eine Ösi-Lok. Ne? Auch optisch. Eigentlich sehr gut. Nicht weggebrochen oder so. Ich glaube, die hat er auch noch nicht. Deswegen hat er auch dann das Ganze übernommen. Und hier haben wir noch eine, ich sage mal gucken, 150er. Auch die ist optisch sehr gut. Ne? Firma, müssen wir mal schauen. Das ist eine Rocco. Eine Rocco. Dann ist das garantiert auch eine Rocco. Brauche ich gar nicht nachgucken. Und das hier ist eine Schweinemann. Fleischmann. Ja, Fleischmann. Gut. So. Ja. Stefan, das sind deine Loks. Wolltest du ja. Ich hoffe, du bist damit zufrieden. Die schicke ich dir natürlich dann raus. Ich lasse mal noch liegen. Weil ich will euch dann nachher noch präsentieren. So, und das wollte ich haben. Natürlich ebenfalls Bastelware. Weil ich das wusste, dass es Bastelware ist. Ich habe es auch gesehen, dass es Bastelware ist. Aber die Wagen bekommt man sonst eigentlich nur sehr, 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 sehr teuer. Und ich wollte unbedingt noch ein paar Holzwagen haben. Ne? So, deswegen habe ich dann jetzt diese mehr oder weniger perfekten Flachwagen. Hier die Rungen, die kann man hochklappen. Also die können nicht wegbrechen.
mir ergattert. Das mit den Drehgestellen kriege ich bestimmt hin. Na, da kommt dann eine Schraube rein und dann halten die wieder. Das sollte eigentlich hier funktionieren. Ob das jetzt genau klappt, werden wir dann sehen. Wie gesagt, es war halt sehr günstig. Warum die Nasen nochmal wegbrechen? Ja, anscheinend ist das nicht nur bei den IC-Wagen der Fall, sondern anscheinend auch bei Güterwagen von Fleischmann. Das ist aber nicht schön. Fehlkonstruktion, kann ich dann noch sagen. Und davon drei Stück. Ich weiß nicht, der Puffer nicht wegbrechen, ja. So. Hier ist noch einer. Das gleiche Problem. Ne? Auch die Drehgestelle auf einer Seite kaputt. Und hier haben wir es dann noch. Hier steht noch eine Nummer drauf, die machen wir weg. Dasselbe nochmal. Ne? Mache ich jetzt nicht raus. Also es sind auf jeden Fall drei Prungenwagen, wo Holz drauf kommt, wo ich schon einen grauen und einen roten habe. Und da wollte ich halt noch ein paar haben. Und da die halt wirklich relativ günstig waren, ne, relativ günstig. Ganz bestimmt ist das nicht Euro. Nee, kann ich mir nicht vorstellen. Das sind garantiert Schilling. Dachte ich mir, die nimmst du dann zusammen mit den Lok-Konvolut. So. Und da die Loks mich nicht wirklich interessiert haben, eine vielleicht, dachte ich mir, ja, fragst du mal einen Kumpel, ob der vielleicht Interesse hat an den Loks. Und ja. So ist das halt zustande gekommen. Ne? So. Gut. So, als nächstes haben wir das Paket. Da habe ich nämlich wirklich sehr lange drauf gewartet, auf das Paket hier. Da musste ich auch mehrmals den Verkäufer anschreiben, was nun damit ist. Jetzt habe ich es endlich bekommen. Nach langer, langer Zeit. Und ihr könnt es euch schon denken, ich habe es auch schon ein paar Mal erwähnt. Wo bleibt es denn nur? Und jetzt ist es endlich da. So. Allerdings ist das nur was für schlechte Wettertage, sage ich mal. Wenn man einfach mal Lust hat darauf. Tada! Ja. Der Plattenbau. Der Plattenbau. Und das Ganze. Gut, so rum. Das Ganze viermal. Also insgesamt vier Gebäude. Mein Plan ist folgender. Ich mache hier draus einen großen Wohnblock. Na, einen einzigen. Und wisst ihr wie? Ich nehme einfach die beiden, füge die zusammen. Natürlich ohne das Dach, ist klar. Und dann gucke ich mal, ob ich die hier oben drauf setzen kann. Na, dass das dann zusammen eins ergibt und das auch zusammen eins ergibt. So, und die stelle ich dann übereinander. Und dann ist das ein einziger Plattenbau. Und so kommt das dann hinten in die Ecke. Weil ich brauche noch den Platz für den Aldi-Markt, der leider immer noch nicht da ist. Ich habe keine Ahnung. So ist das halt mit Aldi, ne? Ja, da muss ich wohl nochmal nachfragen. Also, die Gebäude sind jetzt da, aber müssen, wie gesagt, auch zusammengebaut werden. Da werde ich mich mal mit jemandem beraten, ob das auch so klappt. Oder ich schaue selber mal, ob ich das so hinkriege, dass ich die Gebäude halt zusammenfüge. Und dann die anderen beiden oben drauf setze. Und ob das auch einigermaßen passt zum Aussehen. Wahrscheinlich muss ich dann hier die untere Ebene wegknipsen und das dann draufsetzen, sodass es halt dann wirklich aussieht wie mein Gebäude, wo ich gerade drin bin. Das wird interessant. Natürlich ohne Fahrstuhl. So, gut. Und zum Schluss habe ich noch was etwas Größeres für meinen Kumpel, den Lokführer. Ja? Hat es ja auch schon angekündigt, dass er noch was bekommt. Und genau darum habe ich das nur noch, ja, mach nicht das Ding kaputt, Jens, habe ich das noch organisiert. Er hat dafür für mich etwas anderes in Spur N organisiert, was auch noch kommt. Lasst euch überraschen. Das ist dann aber garantiert das Letzte, weil irgendwann muss auch mal eine Grenze sein. Jedes Mal sagt das. Und dann hält es nicht dran. Aber ich halte mir schon dran. Weil ich habe wirklich nicht mehr allzu viel von MOBA übrig. Jetzt werde ich halt Dongs noch wieder rausschaffen. Ja, was könnte das denn sein? Auf jeden Fall ist es halt null. Und warum das Ganze hier so zusammengeknüppelt ist, das sind zwei Wagen. Kann ich ja schon mal sagen. Und es sind natürlich, ihr könnt es sehen,
Märklin SBB-Waggons. Und da hat sich anscheinend jemand was Lustiges eingefallen lassen, wie man sehen kann. Das werde ich natürlich trennen. Ne, Frank, das trenne ich, damit ich das besser verpacken kann, weil das werde ich so nicht verpacken, weil das ist einfach Quatsch. Hier ist eine Steckkupplung dran. Man kann das ja eine Weile auseinander machen. Ich denke mal, du kriegst das bestimmt auch wieder zusammen. Das wird für dich kein Problem sein. Ne? Gucken wir mal wegen der Wagen, ob die auch ordentlich aussehen, ob hier was weggebrochen ist oder so. Nee. Wir haben das mit der Kupplung hier gemacht. Ja, das ist eine Steckkupplung. Das ist eine ganz normale Steckkupplung. Die Drähte gehen natürlich in die Waggons rein. Aber man kann das trotzdem trennen. Also das ist kein Problem. Also weißt Bescheid, Frank, hier, diesen Förderfanz werde ich unterbrechen. Das kriegst du mit Sicherheit auch wieder zusammen, das ist ja nicht das Problem. Ne? Weil sonst kann ich die Waggons sehr schlecht verpacken. Also das sind die Märklin SBB-Waggons. Und die kosten ja in Spur N richtig viel Kohle. Ne? Die gibt es ja von Minitrix und von Fleischmann. Die sind ja, glaube ich, von. Sind die von Märklin? Sind irgendwann von Märklin, oder? Ich habe mal drauf. Doch, original Märklin. Wow, hätte ich das nicht gedacht. Ich dachte, das ist jetzt hier Röcke oder irgend sowas. Aber nee, ist original Märklin hier. Original Märklin. So, nun seht ihr, was ich alles bekommen habe heute. Ja, Freunde, das ist alles, was ich heute ausgepackt habe. Und wie gesagt, wie angekündigt, die Hälfte geht weg. Das ist meine. Das ist meine. Das ist meine. Und der Rest geht natürlich an Frank und an Stefan. Na, so, gut. Da würde ich sagen, ich baue die Kamera jetzt wieder um. Denn jetzt erkläre ich euch noch was zum Spezial, was dann im nächsten Video folgt. Weil, wenn ich das jetzt noch mit dranhänge, wird das Video zu lang. Logischerweise. Also, bis gleich. So. Da bin ich wieder. Ja, das waren die Pakete, die ich ausgepackt habe. 4 Stück an der Zahl. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich habe natürlich jetzt nicht jeden einzelnen Wagen ausgepackt, weil jeder kennt so einen Rumwagen. Und wie ich das mit den Drehgestellen dann letztendlich hinkriege, das werden wir dann sehen. Wenn sie dann auf der Anlage fahren, dann werdet ihr das schon mitbekommen. Gut. So. Dann hatte ich ja jetzt als Punkt 4 noch etwas vorbereitet, was ich euch natürlich auch nicht vorenthalten möchte. Und zwar diese Geschichte mit bestimmten Zügen, wo man manchmal verzweifelt oder sagen wir mal so, es nervt. Ne? Aber ich würde sagen, auch dazu werde ich jetzt die Kamera wieder umstellen, damit ihr genau seht, was ich euch da zeigen möchte. Los geht's. Ja, Freunde, Kamera ist umgebaut. Ihr seht jetzt hier meine Anlage. Und jetzt fragt ihr euch ganz bestimmt, was will denn der jetzt uns zeigen hier? Nun, ganz einfach, was Lustiges. Oder soll ich sagen, etwas Sinnvolles, was sehr praktisch ist. Nehmen wir mal an, ihr wollt euren ICE wieder zusammenbauen, weil er mal wieder fahren will oder fahren soll, wenn ihr wisst, wie beschissen das geht. Ne? Ihr stellt einen Wagen hin. So. Ne? Und dann geht das los. Die Kupplung. Ne. Schluss. Das hier ist Geschichte. Weißt du warum? Nun, ich habe mir nämlich was organisiert. Das fand ich auch im Internet. Und es hat mir mal jemand empfohlen. Bup. Und ich finde es sehr geil. Wenn diese Dinger nicht so verdammt selten wären, kann ich jetzt nicht sagen, aber immer ausverkauft wären, würde ich mir noch ein paar organisieren, aber da muss man jetzt erstmal warten. Also das ist doch wirklich der Hammer. Wie schnell hier ein ICE zusammengebaut ist, ne,
Zack. Bop. Und dann noch ein Wagen dran. Denkt dran, meiner sechsteilig, ne? Der letzte Wagen, der kommt nächste Woche. Dann ist er dann siebenteilig. Und das hält auch wirklich sehr gut hier. Also krass. Und zum Schluss dann natürlich dann der Kopf. Und auch der ist jetzt versehen mit Kupplung. Magnetkupplung. Das sind sogenannte Magnetkupplungen und ich finde, das ist eine sehr geile Sache. Und am liebsten würde ich alle meine Waggons und Züge umrüsten auf Magnetkupplung, weil das ist wirklich genial. Aber es reicht wirklich, wenn man einen Zug umrüstet, der Probleme macht, wenn man so einen großen hat. In meinem Fall sind es dann halt zwei, nämlich der andere ICE noch. Das sind die guten. Da. So sehen sie aus. Jetzt habe ich noch übrig, ich glaube, Moment, muss ich mal schauen. 2, 4, 5. Nicht, dass ich die Hälfte weg habe, ist ja schlecht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Also, ich habe noch 7 Packungen übrig und da könnt ihr ausrechnen, was es vor dem Zug ist. Natürlich, der ICE ist klar. Der andere ICE, ich könnte natürlich jetzt auch den IC2 mit Magnetkupplung versehen, aber da weiß ich nicht, wie der dann fährt. Wie der ICET fährt, das werde ich euch jetzt zeigen. Warte nochmal. Umgerüstet auf Magnetkupplung. Ich habe schon mal eine Testfahrt gemacht. Ich hoffe, dass es jetzt auch so gut funktioniert. Da sieht man auch, dass die Abstände sind eigentlich ganz gut. Gibt es nicht. Und das hält auch wirklich sehr, sehr gut zusammen. Okay, da fahren wir mal los. Ich gehe aber davon aus, wird mir jetzt der Triebkopf oder besser gesagt der Endkopf etwas schwerer laufen. Dann sehe die Geschichte bestimmt etwas anders aus. Und dann würde er vermutlich auseinandergehen. Aber so ist das ganz okay. Ein bisschen schneller fahren. So. Ja, im Tunnel ist wieder eine Spinne. Deswegen ist er jetzt gerade stehen geblieben. Die habe ich zwar vertrieben, aber die Spinnweben muss ich erst noch entfernen. Das ist kein Witz. Das ist wirklich so. Muss ich wahrscheinlich die Gleise nochmal zusätzlich reinigen. Ja, also kann man nicht meckern. Magnetkupplungen sind eine tolle Sache. Kann ich jedem nur empfehlen, wer ICEs hat oder eben andere Züge, die mit Kupplungsstangen zusammengemacht werden müssen oder wie gesagt hier die IC2-Wagen oder IC-Wagen. Sehr, sehr coole Sache. Jetzt wird er bestimmt wieder zucken im Tunnel. Ja, genau. Also, gibt's nicht. Ja, das ist übrigens der Haftreifen. Ich habe nämlich festgestellt, dass die Haftreifen bei dem Antriebswagen leider nicht mehr die besten sind. Muss ich die also auch ersetzen. So, und abbauen ist dann wieder ganz einfach. Einfach nur auseinanderziehen. Zack. Zack, zack, zack. Und das war's. Schon ist der Zug getrennt. Die gibt es auch mit Stromführung. Na? Und ich sage mal, sehr geile Geschichte. Bin gespannt, wie es bei einer anderen ICE dann ist, ob das da auch so gut klappt. Bei dem hier gibt es nichts zu meckern. Jetzt ist halt die Geschichte wieder mit den Haftreifen noch hier. Wo hoch ist er? Der Triebkopf. Hier ist der Triebkopf. Da. Ja. Ne? Die sind leider etwas spröder. War zu erwarten. Den habe ich ja nun überholt, das wisst ihr ja. Aber das mit den Haftreifen, das ist mir aufgefallen. Als ich jetzt die Probefahrt
heute früh gemacht habe und dann macht das immer. Ja, müssen also auch getauscht werden. Na toll, egal. Hauptsache ich habe jetzt ein ICT wieder mit Magnetkupplung und ich finde das einfach eine geile Sache. Schreibt es nochmal in die Kommentare, wie ihr das genauso seht. Ja, die Kupplungsstangen kann ich aufheben, vielleicht irgendwann mal anderen Zug damit verbinden oder so. Ja, gut, das war es dann erstmal und dann baue ich das wieder um, räume den Zug wieder in seine Vitrine und dann erkläre ich euch noch was zum Spezialvideo, nämlich der Anlage und das folgt dann als nächstes. Bis gleich. Ja, Freunde, das war nochmal das kurze Erklärvideo zu den Magnetkupplungen. Ich finde es wirklich eine geniale Geschichte. Wie gesagt, ich kann es nur jedem empfehlen. Hammer. Endlich hat dieses Hin- und Hergewürsche mit den ICE zusammenbauen, was mich immer genervt hat, mit den blöden Stangen ein Ende. Top. Ja, gut. So. Ja, dann würde ich sagen, das Video ist jetzt erstmal zu Ende. Ne? Und dann geht es jetzt gleich im nächsten Video los mit dem Spezial. Und damit ihr ungefähr eine Vorstellung habt, was euch erwartet, habe ich, naja, sagen wir mal, noch ein paar Bilder reingebaut in das hier, in das Video. Und dann wisst ihr ungefähr, was alles vorkommt. Ne? Gut, dann sehen wir uns jetzt gleich wieder bei dem anderen Video. Also, bis gleich.